Okay, alles klar. So, ganz herzlich willkommen hier zur offiziellen Pressekonferenz der Trainer hier bei uns in der Arena am Ischland nach der Begegnung Phoenix Hagen gegen das Team Ingen-Urspring. Die Partie endete 90-68 für den Gastgeber Phoenix Hagen und fand vor 2045 Zuschauern statt. Ja, hier nun die Pressekonferenz der Trainer, zu meiner Rechten Dominik Reinbott, zu meiner Linken dann unser Trainer immer Günther. Dominik, bitte aus deiner Hinsicht dieses Spiel. Erstmal Glückwunsch an Hagen, tolles Spiel. Ich glaube, zu keiner Sekunde hatten wir da irgendwie was gegenzuhalten, richtig. Also die ersten 5 Minuten waren noch ein bisschen ausgeglichen. Ich glaube, das war auch die letzte Führung, die wir hatten in den ersten 5 Minuten mit einem Punkt oder zwei. Und dann haben wir einfach, wir haben nie geschafft, das, was wir uns vorgenommen hatten, umzusetzen. Wir wussten, dass Hagen ein starkes Offensivteam ist, was sehr schnell spielt. Und das haben wir zu keiner Sekunde unterbinden können. Und deswegen verdient gewonnen, eine tolle Stimmung. War unglaublich von den Fans. Und deswegen ganz, ganz verdientes Spiel. Wir hatten heute keine Chance. Und Glückwunsch. Ja, kurz und bündig ganz herzlichen Dank, Dominik. Dima, deine Stellungnahme zu diesem Spiel. Ja, wir hatten uns genau wie eigentlich bei jedem Spiel vorgenommen, dass wir gut aus der Kabine kommen und dass wir sofort viel Intensität ins erste Viertel bringen. Das ist uns jetzt zum zweiten Mal hintereinander gelungen. Anders als beim letzten Spiel ist es so, dass wir letztes Mal die Mannschaft zurückgelassen haben, wieder zurückkommen lassen haben ins Spiel. Diesmal haben wir Lösungen gefunden gegen die Zone. Das ist uns letztes Mal nicht gelungen. Auch da habe ich eine Entwicklung gesehen bei uns. Wir haben wieder schlecht geworfen, zweite Halbzeit, 1 von 10, glaube ich, von der Dreierlinie. Trotzdem haben wir diesmal auch Möglichkeiten gefunden, die Zone innen zu schlagen. Und von daher mit der Verteidigung bin ich sowieso einverstanden. Das haben wir wieder geschafft, unser Ziel, die Mannschaft unter 70 zu halten. Und dann wird es eben schwer, bei uns zu gewinnen. Ja, ganz herzlichen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte schön. Klar denkt man dran, genau vor einer Woche ist genau das passiert. Die gegnerische Mannschaft hat die Verteidigung umgestellt, die hat was anderes probiert und hat uns damit aus dem Rhythmus gebracht. Und natürlich denkt man daran, dass das auch passieren könnte, aber wir haben relativ schnell immer wieder Antworten gehabt, sodass diese Sorge nicht allzu groß war. Weitere Fragen? Ja, das ist jetzt wieder so eine richtig schöne Frage, die eigentlich, glaube ich, eher die Journalisten interessieren als mich. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir die nächsten Spiele gewinnen oder in Ulm gewinnen und dann hier dann hoffentlich vor ausverkauftem Haus, denn ich könnte mir schon vorstellen, dass Fechter ein paar Leute mitbringt und dass wir auch, wenn es dann geht, ungeschlagen gegen eine Niederlage, dass es dann dass es hier heiß hergeht. Aber erstmal müssen wir es in Ulm gewinnen. Das ist eine sehr talentierte Mannschaft. Und die sind zu Hause unangenehm. Und wir wollen dann erstmal sehen, um das Phrasenschwein zu bedienen, von Spiel zu Spiel denken. Ja, gibt es weitere Fragen? Was mir noch ein bisschen auffiel als letztes, die Geduld, die ihr eigentlich gehabt habt im Angriff, das immer auszuspielen und nicht die Würfe zu früh zu nehmen. Und bis auf die Dreier, die nicht mehr gefallen sind, in der zweiten Halbzeit seid auch belohnt worden meistens, weil du den Ball doch an den freien Mann unter den Korb gebracht hast. Auch das ist eine gute Entwicklung gewesen. Genau das wollten wir auch. Letztes Mal haben wir im sicheren Gefühl des 20-Punkte-Vorsprungs relativ schnell abgeschlossen, weil ich hatte das Gefühl, wir dachten, dass es immer so weitergeht. Diesmal haben wir gesagt, okay, wir lassen uns geduldig spielen, wir kriegen unseren freien Wurf am Ende und das hat auch ganz gut, es hat die Mannschaft sehr, sehr gut umgesetzt. Sehe ich jetzt nicht. Gut, Dominik, ihr seid nächste Woche ihr spielt zu Hause gegen Karlsheim. Also euch da. Karlsruhe habt ihr noch. Ah, ich hatte Karlsheim verstanden. Karlsruhe, wünschen wir euch viel Glück und Dankeschön. Danke, dass ihr da wart bei uns zu Gast in Hagen und wünsche euch eine gute Rückreise. Dankeschön.